Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Wir haben das gestern bei der Taufe erfahren, was das heißt, nicht preisgibt das Werk seiner Hände. Wir hatten nur, um euch das mitzuteilen, das war eine syrisch-orthodox-reformiert-ökumenische Taufe. Und ihr müsst euch vorstellen, da ist die Taufe und Großmutter, junge Großmutter in den 60ern, verliert an dem Tag ihren Bruder, der ist am Tag der Taufe gestorben. Und 5 Tage zuvor die anderen Brüder. Und gleichzeitig feiern wir das Leben, das neugeborene Leben und die Taufe von der kleinen Amelie. Und dann am gleichen Tag stirbt der Bruder. Und wir Christenmenschen, wir haben die Hoffnung, weil Gott ein Gott der Lebenden und nicht der Toten ist, dass das Leben obsiegt. Der verstorbene Bruder im Vertrauen natürlich auf Gott aufgenommen wird in die Gemeinschaft, in die jetzt auch auf andere Art und Weise auch die Amelie ist. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Liebe Gemeinde, antriebslos, sich über nichts mehr freuen können, einfach nicht mehr aufstehen wollen, in nichts mehr einen Sinn erkennen, planlos, unverbunden mit den Mitmenschen im Bad der Menge umhergehen. Viele kennen das. Ihr habt so ein kleines Foto, wenn ihr drauf guckt. Ich denke, man kann es erkennen, ich habe versucht, einigermaßen hell auszudrucken. Antriebslos, planlos, verbunden mit den Mitmenschen, dem Bild der Menge untergehen. Es sind Menschen unter uns und man spürt sie nicht. Es kommt nichts an einen heran. Man ist hell und klar und alles ist irgendwie doch dunkel. Auch wenn es den Begriff Depression zur Zeit Jesu vor 2000 Jahren noch nicht gab, haben Menschen sich schon immer vor dem Leben gefürchtet. Und heute beschäftigen wir uns mit diesem Tabuthema in diesem Gottesdienst, mit dem Tabuthema Depression. Wir schauen dabei auf Jesus und nehmen sein Angebot ernst, wenn er sagt: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. So lasst uns beten. Gott, Leben und Tod hängen so nah beieinander und manchmal ist das kaum zum Aushalten. Unsere Gefühle werden gewaltig durcheinander geschleudert. Und das Einzige, was dann vielleicht gerade noch gelingt, dass wir irgendwie funktionieren. Wir bitten dich, mach uns, auch wenn es nur für klitzekleine Momente sein sollte, lebensfroh, dass wir Luft haben zum Schnufe ein- und ausatmen können. Schenke uns so Momente, in denen wir uns leicht fühlen, in denen wir spüren, wir sind mit all dem, was uns bedrückt, nicht allein. Und vielleicht ist ja heute und jetzt in diesem Gottesdienst so ein Moment, in dem wir uns getragen wissen auf ganz besondere Art und Weise. Denn du hast verheißen, dass du da bist. Und so komm Gott zu uns, komm zu jedem Einzelnen,
Erlöse sie, erlöse ihn vielleicht von ihren Grübeln oder das, was gerade da lebendig ist, und befähige uns dazu, Erfreuliches auch erfreulich zu erfahren. Komm in unsere Herzen und verlebendige uns. Denn du hast gesprochen, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Amen. Die güldene Sonne voll Freude und Wonne, wir singen und sind eingeladen dazu. Das Lied 571, die Strophen 1 bis 2 und die 10. Strophe. Susanna
und viele andere Frauen, die ihnen nach ihrem Vermögen dienten. Wir singen das nächste Lied, Nummer 825, Strophe 1 bis 5. Hilf, Herr meines Lebens. Mich endlich nicht mehr so spüren.
spüren zu müssen. Wenn ich depressiv bin, bin ich außerstande, meine Probleme und Schwierigkeiten zu verdrängen. Ganz im Gegenteil, sie kreisen in meinem Kopf wie ein wahnsinnig gewordenes Karussell. Ich kann nicht damit aufhören, mir alle Konsequenzen meiner Handlung bis ins Kleinste auszumalen. Es gibt kein Halten, keine Verschnaufpause, die das Morgen Morgen sein lässt und heute nur das verlangt, was es heute zu tun gibt. Es mangelt mir an Schlaf. Ich kann nicht schlafen, weil ich Angst habe, weil zum Einschlafen ein Gefühl von Sicherheit und von Getragensein gehört und weil es Sicherheit in dieser Welt nun einmal nicht gibt. Morgen schon können meine Angehörigen bei einem Verkehrsunfall sterben. Morgen schon kann jemand aus meinem Bekanntenkreis an Krebs erkranken und ein paar Monate weggerafft sein, verschluckt von dieser Erde mit ihrem gefräßigen Maul, was immer zu schnappen scheint wie ein Hai nach Fischen. Wie kann ich da schlafen? In diesen Zeiten kann ich auch nicht begreifen, warum Menschen arbeiten gehen überhaupt, warum es für sie wichtig ist, Tag für Tag eine Aufgabe zu erfüllen, deren Ziel zum Beispiel die Produktion völlig überflüssiger Konsumgüter ist. In mir tobt das blanke Entsetzen, eine existenzielle Krise. Ich suche nach einem Sinn hinter dem Schrecken. Und was kümmert mich die schöne Warenwelt, wenn das Leben eine einzige unlösbare Frage ist? Ich sehe mich inmitten von Menschen. Und dann, wenn ich eines Tages aus meiner depressiven Episode wieder auftauche und mich fühle wie die meisten anderen Menschen, dann staune ich, weil es mir tatsächlich verrückt vorkommt, anderswo schlafen zu gehen, obwohl so vieles im Argen liegt, mich an Kleinigkeiten zu erfreuen. Und dann frage ich mich, ob der depressive Zustand nicht der hellsichtige ist. So klar und in seiner Klarheit so brutal, dass er als krank bezeichnet werden muss, weil er für uns Menschen nicht auszuhalten ist. Ich sehe mich in einer Masse von Menschen in einer Gasse hell erleuchtet. Ich bin furchtbar einsam und alles ist so fatal, brutal und trivial, ob ich da bin oder nicht. Wen kümmert's? Betroffenen schweigen aus Scham und auch aus Angst.
gute Ratschläge geben und hab dich nicht so, sieh es doch einmal positiv, es wird schon wieder werden, kennen sie nur zu Genüge. Solche Sätze machen sie nur noch einsamer und hilfloser, denn genau das können sie eben halt gerade nicht, sich einen Ruck zu geben, wenn die Dunkelheit nach ihnen greift. Das können sie dann am wenigsten. Und außerdem ist es immer noch ein Stigma, psychisch krank zu sein. Wer im Bekanntenkreis oder auf Arbeit zählt, erzählt, in die Psychiatrie zu gehen, der wird merkwürdige Blicke ernten. Und wenn dann mal ein kleiner Fehler passiert, dann ist doch klar, er ist doch psychisch krank, der ist doch voll daneben. Ist doch logisch, dass dem das passiert. Am besten man hält es für sich geheim, ist die Mentalität. Ein gebrochenes Bein sichert dagegen meist positive Anerkennung. Oh, das hätte ich mir nicht zugetraut, dieses Stück schwarze Piste herunterzurasen. Das war aber mutig von dir. Immer wieder treibt Depression Menschen in den Suizid. Und die Rate steigt gerade bei älteren Menschen. Und dies nicht nur im Winter. Und auch nicht mit Corona im Zusammenhang. Wenn eine kerngesunde 80-Jährige auf einmal stirbt, wer fragt denn da, was, wie das passiert ist, was denn da geschehen ist? Ich habe das im Morgental ein paar Mal erlebt. Da ist jemand im höheren Alter nicht eines natürlichen Todes gestorben und hat sich dann, ich will gar nicht sagen, was man da alles machen kann, sich das Leben genommen, weil man nicht mehr gebraucht wird, weil man keinen Beitrag mehr leisten kann für die Familie oder für die Gesellschaft. War man vorher im Beruf anerkannter Firmenchef vielleicht sogar oder hatte eine wichtige Position, bekam man Bestätigung und dann im Alter meistens, wenn noch andere schon weggestorben sind, wird man auf sich alleine zurückverwiesen. Du kannst es dir nicht vorstellen, sagen Betroffene manchmal. Liebe Gemeinde, was müssen es für Dämonen sein, die nach ihnen greifen? Von Dämonen wird nämlich auch in unserem Bibeltext erzählt und zu den Jüngerinnen und Jüngern von Jesus gehören eine ganze Anzahl von Frauen, die von üblen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Und besonders erwähnt wird hier Maria Magdalena, aus der sogar 7 Dämonen ausgefahren waren. Von Dämonen besessen, damit werden im Neuen Testament oft Menschen bezeichnet, die psychisch krank waren, schizophren, epileptisch, manisch, depressiv und suizidgefährdet. Was die Krankheit auslöste, wissen wir nicht. Aber wir wissen inzwischen, dass die Umgebung Menschen krank machen kann. Damals wie heute, eine einseitig allein heute auf Gewinnmaximierung ausgerichtete Gesellschaft produziert kranke Menschen. Es sind oft sehr feine und sensible Menschen, die die Widersprüche und Verlogenheit aufspüren und sich daran aufscheuern, wundreiben, körperlich und seelisch. Ich rufe in Erinnerung, Paula fragt, ob der depressive Zustand nicht der eigentlich Hellsichtige ist, so klar und in seiner Krankheit so brutal, dass er als krank bezeichnet werden muss, weil er für uns Menschen nicht auszuhalten ist. Vielleicht war es bei Maria aus Magdala, dem Fischerdorf am See Genezareth, auch so. Vielleicht war nicht sie krank, sondern eine Welt, in der es für begabte Frauen wie sie einfach keinen Platz und keinerlei Entfaltungsmöglichkeiten gab, denn dass sie Führungsqualitäten hatte, steht außer Frage. Unzählige Generationen vor uns waren genauso fest davon überzeugt, Kindern
das Böckchen auszutreiben, es zu müssen und ihren Willen zu brechen, wenn sie selbstbewusst werden. Vielleicht war in ihrem Gehirnstoffwechsel etwas durcheinander geraten. Und schnell wurden Medikamente, und es wird ja auch heute auch getan, bei jeglichen Anzeichen von etwas anderem, wenn ein Kind nicht alles so mitmacht wie die anderen, zu stark auf äußere Einflüsse reagiert, werden Medikamente appliziert. Wie viele Frauen, die ich beerdigt habe, durften keinen Beruf erlernen, durften sich nicht frei entfalten, konnten ihre Fähigkeiten in unserer Gesellschaft nicht ausüben. Liebe Gemeinde, Jesus hat sich nicht abschrecken lassen, dass Maria Magdalena als verrückt galt oder wie wir heute sagen würden, überspannt, gefährlich, durchgedreht, durchgeknallt, ein Schräubchen locker, nicht mehr alle Tassen im Schrank oder einfach nur nervig. Er hat Jesus, haben wir gehört, in diesem unscheinbaren Text, den man einfach so überliest, macht sich ja wenig Gedanken über so einen Text. Er hat sie mitgenommen auf seinen Wanderungen. Und sie ist mit ihm gegangen und damit durchbrach sie ihre Antriebslosigkeit. Wie wichtig körperliche Bewegung gerade bei Depressionen ist, wissen wir heute. Weswegen ist sie mit Jesus mitgegangen, lautet dann die Frage. Was ist da passiert? Ich denke, Jesus hat sie ernst genommen und ihr etwas zugetraut. Er hat sie zu seiner Gesprächspartnerin gemacht, was überhaupt nicht selbstverständlich war und auch nicht ist. Versuch du mal mit einem Menschen hier zu reden, wenn du was auf dem Herzen hast. Den musst du dreimal fragen vorher. Magst du mir zuhören? Hast du Lust? Darf ich mich dir anvertrauen? Und wenn du dann genau hinguckst, kommt vielleicht ein Ja, aber er hat gar keine Lust und gar keine Zeit dazu. Das ist gar nicht so einfach. Aber Jesus hat es gemacht. Jesus hat sich nicht nur Zeit genommen, er hatte die Zeit in seiner kurzen Zeit seines Auftretens. Er war bei den Menschen spürbar. Er hat sie, wie gesagt, mitgenommen auf seinen Gedankengängen, auf den Wanderungen durch Palästina und genauso wie die anderen. Und dann geschah das Wunder. Sie wurde gesund in seiner Nähe, so wie weitere Frauen, auch Johanna, Susanna und viele andere, die namentlich nicht erwähnt wurden. Maria wurde eine gleichgestellte, hervorragende Jüngerin. War es ein Wunder, dass so viel Nähe gesund machte? Wir wissen heute mehr über psychisch Kranke. Wir wissen, dass ihre Zahl steigt. Wir haben professionelle Behandlungsmöglichkeiten und ausgebildetes Fachpersonal. Wir haben Medikamente für den akuten Schub und Therapien für langfristige Behandlungen. Und dennoch, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wir hatten neulich einen, für den kein Platz war, der aggressiv bei uns auf der Straße rumlief, der sich vor unserer Haustür sitzte und rumfuchtelte und auf jeden Menschen zulief. Und ich konnte nachher mit der Schwester sprechen und sie sagte mir, ja, ihr Bruder, er suche sich mal aus. Er ist in Königswellen und aber ich habe keinen Platz für ihn und er sucht sie immer wieder auf. Und doch, und das zeigt uns jetzt der Predigtext genauso wichtig wie das Applizieren von Medikamenten und so weiter und so fort, ist die Begegnung mit auf Augenhöhe. Weil Jesus fühlt sich Maria weder klein noch größer als sie ist. Und das können wir mitnehmen. Da können wir ein Beispiel uns von Jesus nehmen. Er hat sich nicht einfach darum gekümmert, was die Leute sagen,
sondern ist auf sie zugegangen. Er hat ihre Isolation von Dämonen besessen durchbrochen. Er hat von dem, was sie selbst so erschreckt, keine Angst gehabt, sondern er ist ihnen mit Aufmerksamkeit und Liebe begegnet, mit Gottes Liebe. In diesen Tunnel hinein ist er gegangen. Ihr erinnert euch, als Jesus angefangen hat zu predigen, hat er vorher sich mit dem Teufel auseinandergesetzt, ist in die tiefste Versuchung geführt worden. Das heißt, in die Abgründe menschlichen Seins hineingeschritten, hin und her gerissen worden und hat sich entschieden. Und er kommt auch in deine, in Marias Abgründe ist er hineingekommen, ganz einfühlsam, empathisch. Und sie hat sich verstanden gefühlt. Sie musste nichts mehr tabuisieren. Ach, das wird schon wieder. Ach, morgen ist ein anderer Tag. Wenn du deinen Mann verloren hast, ach, es gibt auch noch andere Männer, auch andere Eltern haben schöne Männer oder schöne Töchter. In den Medien wird uns das Ideal einer perfekten Persönlichkeit vorgegaukelt, die alles im Griff hat, sich selbst, das Leben, andere. Doch das ist ein Klischee. Es tut nicht gut und es verstellt uns und stellt uns unter großen Stress, wenn wir das von uns und von anderen verlangen. Es gehört zu uns, dass wir verletzlich sind und verletzt und auch verletzen manche von uns so, dass sie Behandlung brauchen. Das Tabuthema, was keiner mehr hören will, dass wir Schuld auf uns laden. Dass wir uns schuldig machen an der Schöpfung Gottes, das will keiner mehr hören oder die wenigsten wollen es hören. Das ist kein Thema, nein, wir leben so gut, das ist alles richtig, was wir machen, aber wir laden Schuld auf uns. Aber da gibt es jemanden, der uns die vergibt, der in unsere tiefsten Schichten hineinkommt und sagt, ich vergebe dir mit dem, was du gemacht hast. Und wenn wir uns ethisch orientieren wollen, wenn wir diese Welt retten wollen, so wie sie gerade verläuft, dann haben wir auch Schuld auf uns, weil wir keine patenten Antworten haben. Wir haben keine Lösung, keine kompletten Lösungen auf die Klimaerwärmung. Machst du das eine, dann machst du das andere wieder nicht richtig. Das ist ein Hin- und Hergeworfenwerden. Und das macht einen auch krank und ohnmächtig und lässt einen auch manchmal stark verzweifeln. Das weiß ich von Menschen, die bemüht sind, die das spüren. Aber es ist auszuhalten, weil Jesus dich mitnimmt in der Nachfolge. Er wandert mit dir, wie du ja auch eine Gruppe zum Wandern eröffnet hast, zum Gehen, so sein zu dürfen, anders wie man sein darf. Das ist gut, das ist heilsam. Machen wir doch, wandern wir, gehen wir mit anderen, öffnen wir uns, so wie wir das wollen. Und wenn wir es nicht wollen, ist ja auch okay. Aber das, was passiert. Und dass wir uns auch vergeben lassen, damit wir aufrecht, kräftig, sehr stark und mutig, wie es Josua, der Nachfolger von Mose, erfahren hat. Sei mutig und stark. Ich gehe mit dir, sagt Gott. Aber das trennt uns im Sinne Jesu eben nicht voneinander, wie gesagt, wenn wir verletzt sind, sondern im Gegenteil, er versteht das. Es kann für uns zur Chance werden und unseren Horizont dann verändern, wenn wir ehrlich miteinander umgehen. Wenn wir nicht mehr größer sein müssen und nur noch funktionieren müssen, sondern stark und schwach und manchmal sind wir beides in einem. Und sogenannte Störungen sind manchmal ein Spiegel für das, was der Mehrheit der Gesellschaft fehlt. Depression, Traurigkeit oder Todessehnsucht kann uns ins Bewusstsein rufen, dass tatsächlich nämlich vieles zum Verzweifeln ist. Und wie schnell drücken es die meisten weg? Durch Alkohol, Tabletten und alle möglichen Formen von Sucht und morgens bis abends sich irgendwelche Sexvideos runterzuladen aus dem Internet, um seine eigene Einsamkeit auszuhalten oder zu verdrängen. Wir fürchten uns nämlich davor, dass jemand unsere Angst vor dem Leben sieht
dass jemand sieht, dass wir Angst haben vor dem Versagen, beruflich oder auch in den Beziehungen, dem Scheitern, davor nicht gebraucht zu werden. Was kümmert es einen anderen, sagt Paula, ob ich da bin oder nicht. Und das Verrückte ist, ich habe gar nicht so Unrecht. Wen kümmert es? Dabei ist das so paradox, man zieht sich zurück, weil man sich einsam fühlt und man ist es dann auch. Wie kann jemand geliebt werden, der sich nicht lieben lassen will? Als Depressiver meint man, das sei die einzige Wirklichkeit. Ich bin ja gar nicht liebenswert, also kann ich mich auch gar nicht lieben lassen, denn wenn ich liebenswert wäre, würde ich das ja vielleicht tun oder mir jemanden suchen oder jemanden bitten, der mich mal in den Arm nimmt und sagt, schön, dass du auf der Welt bist, schön, dass es dich gibt. Und wie verrückt, wie schizophren geht es in unserer Welt zu und wir tun so, als sei alles normal. Was ist verrückt und was nicht? Es ist eine Frage der Perspektive und es lohnt sich, wenn wir unsere Perspektive einmal verändern, verrückt zu werden, sich wirklich verrücken lassen, mal von ihr zu sprechen oder so zu sprechen. Solch ein Spiegel kann auf das Selbstbild einer Gesellschaft bedrohlich wirken, das ist mir klar. Für psychisch Kranke wurden im 19. Jahrhundert riesige Anstalten gebaut, Irrenhäuser, wie es so salopp hieß. Ich bin damit aufgewachsen, wie es in der Irrenanstalt, so hießen sie abfällig. Und ich darf sagen, mein Großvater hat eine solche geleitet. Jesus hat es anders gemacht. Er hat sogenannte Verrückte wieder in die Gemeinschaft hereingeholt. Sie wurden begleitet, veränderten sich und wurden heil. Er hat etwas getan, bevor jeder Arbeitgeber heute Bedenken haben würde. Er hat Maria Magdalena, einer psychisch schwer kranken Frau, ermöglicht, in eine Führungsrolle hineinzuwachsen. Und wenn das nicht irre oder verrückt ist, und zugleich Ansporn. Liebe Gemeinde, der Predigtext ermutigt uns also, darüber ins Gespräch zu kommen. Es ist klar, dass ich keine komplette Antwort geben kann auf das Phänomen Depression mit Hilfe dieses Bibeltextes. Aber wir spüren da eine Menge heraus. Der Predigtext ermutigt uns, darüber ins Gespräch zu kommen, was uns wirklich beschäftigt. Trauer, Wut und Ohnmacht, sich daran schuldig fühlen, kaum etwas verändern zu können, trotz guter Absicht und verrückte Ideen, die dürfen zur Sprache kommen. Richtig richtet sich Gottes Zuspruch, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein an Israel, so gilt dir in Jesu Zuwendung jedem Menschen. Das dürfen wir, und ich hoffe, dass wir das auch tun, und dazu möchte ich mit Hilfe des Predigtextes ermutigen, dass wir das auch machen, dass wir die Erlösung, die Befreiung auch wirklich erleben in unserem Leben. Denn das Wort, was aus Gottes Mund kommt, das wird auch Wirklichkeit, das geschieht es, heißt es bei den Propheten. Es wird Wirklichkeit. So hören wir, wie Gott uns zuspricht zum Schluss. Maria, Paula, Gabi, Paul, Markus, Gottfried, wie auch immer du heißt, komm mit mir. Ich erlöse dich von deinen Schmerzen, ich schätze dich wert, ich gehe mit dir, ich bin an deiner Seite. Ich nehme mir Zeit für dich, du gehörst zu mir. Ich brauche dich, denn ich baue mit dir mein Himmelreich auf Erden. Ihr sollt leben, auch wenn ihr sterben werdet. Und du wirst sagen können, mein Leben ist schön, trotz allem, denn ich bin geliebt und ich weiß, dass ich auch in den Phasen meines Verrücktseins schön, wertvoll und kostbar bin. Heute habe ich es nicht geschafft, aufzustehen, aber morgen werde ich es probieren und vielleicht gelingt es mir.
mir dann immer besser. Denn ich habe die Kraft, Hilfe in Anspruch zu nehmen und ich schäme mich deswegen nicht, weil ich ein Mensch bin. Und alle Aggression, die bei Männern bei Depressionen besonders in den Vordergrund tritt, anders als bei Frauen, das gibt sie auch. Männer sind dann, wenn sie depressiv sind, meistens aggressiv, wütend, unansprechbar. Lass mich doch in Ruhe! Mensch! Um das mal zu zeigen, wie ich sein könnte. Und alle Aggressionen, alle Antriebsschwäche weicht und löst sich allmählich auf, weil ich spüre, es geht auch anders. Ich halte nämlich meine Stimmungsschwankungen immer besser aus. Sie gehören zu mir. Ich gehe dann in einen anderen Raum, wenn sie kommen sollten. Und dann gehe ich erst wieder zurück in die Gemeinschaft. Ich stehe wieder auf und ich lebe mein Leben in Freude mit dir, du mein Gott und Heiland, denn du hast mich erlöst und ich weiß mich mit dir verbunden. Amen.
Bewahre uns vor den Gefahren einer Lebenshaltung, in der alle jederzeit und an allen Orten perfekt funktionieren müssen. Bewahre uns davor, dass alles und jederzeit autark und autonom sein muss. Gib uns die Kraft, Hilfe in Anspruch zu nehmen und Hilfe zu geben, sodass keiner und keiner aus der Depression heraus sich das Leben nehmen muss. Lass uns da hellsichtig, hell hören und fühlen. So lehre uns mutig, aber auch achtsam mit Tabuthemen umzugehen. Öffne in unseren Gemeinden Räume für gelebte Liebe, Rücksichtnahme und gegenseitiges Vertrauen. Sei mit uns auf all unseren Wegen. Und das bitten wir auch nach einem kleinen Zwischenspiel für unsere Verstorbenen. Und wer kann, stehe später dazu und zum Vater, zum unser Vater auf.
Ich muss sagen, es steht leider auf meinem Land 704. Ja. Dass du das nochmal bewilligen darfst, auch auf Französisch singen. Zu den folgenden Veranstaltungen laden wir herzlich ein. Am Ende, 16. August um 14.30 Uhr zum meditativen Spaziergang Treffpunkt mit der Reformiertkirche mit André Herrscher. Am Freitag, 20. August um 9 Uhr findet die Eltern-Kind-Singen-Gruppe ab. Im reformierten Gemeindehaus mit Karin Merkel und am selben Tag mit den gleichen Personen um 14.10 Uhr die Gruppe B. Und am Sonntag, 22. August um 10 Uhr, ist dann der Zusammengottesdienst in der reformierten Kirche Koblenz mit Laienpredigerin Soziale Diakonin Christina Pestalozzi. Jetzt vielen Dank. Es ist schön, dass wir den Gottesdienst zusammen feiern. Vielen Dank, Markus, Florian, für die einfühlsame Ordenklänge. Danke, Marcello, für den Kirchendienst. Und unserem Vater auch für den Gottesdienst. Ja, und dann danke ich dir noch, dass du kurz für sich eingesprungen bist. Das wird eigentlich nicht danken, aber das ist sehr schön gemacht. Das fand ich jetzt sehr schön. Ja, ich hatte dich so eingeleitet. Wir danken Gott, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu Gott kommen dürfen. Ich glaube, das darf ich jetzt wirklich sagen, im Laufe einiger Jahre so, oder der Jahre meines Lebens. Es ist schön immer, und ich wünsche uns das allen, dass wir das erfahren können, dass Gott wirklich mit uns geht auf unserer Lebensreise, dass wir zu ihm kommen dürfen und ihm auch danken können, dass es uns noch gibt, dass wir da sind, weil nichts, aber auch wirklich gar nichts selbstverständlich ist. Danke. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, 346 und 4.